Hey Freunde, willkommen zu einem neuen Video. Heute stelle ich euch das neue Wolfgangs Hunter 2 vor und wenn ihr das nicht verpassen wollt, dranbleiben. Bevor ich euch jetzt aber das Hunter 2 vorstelle, noch eine Sache vorweg. Und zwar bekommt ihr mit dem Code WALDWOLF10 10% auf euren gesamten Einkauf bei Wolfgangs. Den Rabattcode und auch einen Link zum Wolfgangs Online-Shop findet ihr natürlich auch in der Videobeschreibung. Der Link zum Wolfgangs Online-Shop ist ein sogenannter Affiliate-Link. Das heißt, wenn ihr darüber was bestellt, entstehen euch keine Mehrkosten, aber ihr unterstützt mich damit ein kleines bisschen. Wäre super, wenn ihr den dann auch nutzen würdet. Vielen Dank dafür. So, kommen wir nun zum Messer. Da haben wir das gute Stück. Wolfgangs Hunter 2 kommt in einer Polypropylen-Scheide. Ja. Hier habt ihr dann den Clip, um das Ganze am Gürtel dran zu machen oder auch am Mollesystem, am Rucksack, wenn ihr möchtet. Hier unten ist ein Loch, damit überschüssiges Wasser, wenn ihr durch den Regen lauft oder sonst was ablaufen kann, ist auch eine ganz gute Idee. Ne? Hier oben habt ihr dann einen Daumenaufsatz, damit man das Messer leichter rausziehen kann. Geht auch, super gut. Die Polypropylenscheide macht auf jeden Fall auch einen sehr robusten und wertigen Eindruck, muss ich sagen. Ja, gefällt mir auf jeden Fall richtig, richtig gut. So, kommen wir jetzt mal zum Messer selber. Hier seht ihr das gute Stück mal in voller Pracht. Wie ihr natürlich sofort feststellt, ja, hier vorne hat das Hunter 2 jetzt einen Reiß- und Brechhaken. Wie der Name schon sagt, Hunter ist als Jagdmesser konzipiert im hauptsächlichen Aspekt, ja. Da macht das natürlich Sinn, wenn man dann mal irgendwie ein Tier ausweidet oder solche Sachen. Ne? Im Bushcraft-Bereich fällt mir jetzt auf Anhieb nicht ein, wofür ich das nutzen würde. Vielleicht mal irgendwie, um Paracord abzuschneiden oder so, ja, dass man das dann so abmacht. Ne? Oder eventuell in einer Survival-Situation im Auto, ne? Als Gurtschneider kann man das natürlich auch verwenden. Ich sag mal, ist universell einsetzbar. Ja, hier oben habt ihr dann noch ein kleines feines Jimping. Ja. Das Messer ist aus 420er Stahl gefertigt, hat natürlich den Vorteil als Jagdmesser, ein 420er Stahl lässt sich schneller und einfacher nachschleifen, wie zum Beispiel jetzt ein D2 Stahl und wie die alle heißen. Hier hinten habt ihr dann noch ein Loch für ein Lanyard dran zu machen. Ne. Der Griff ist ein aus TPE bestehender strukturierter Griff, ja, der fühlt sich auch sehr gut an. Ist grippig, ja. Hier unten habt ihr dann noch eine Fingermulde, ne, nochmal für besseres Handling, dass man auch nicht wegrutscht, ja. Macht natürlich auch Sinn, auf jeden Fall. So, kommen wir jetzt mal zu den Maßen. Die Klingenlänge beträgt genau 12 cm, ist somit auch 42A-konform. Ja. Die Grifflänge beträgt auch genau 12 cm. Also haben wir hier ein Gesamtmaß des Messers von 24 cm. Die Klingendicke beträgt 3 mm. Absolut ausreichend, absolut in Ordnung, meiner Meinung nach. Das Messer bekommt ihr natürlich auch in verschiedenen Varianten. Ne? Einmal immer mit Olivengriff und dann jeweils mit schwarzer Klinge, silberner Klinge oder Stonewash-Klinge. Und dasselbe nochmal mit einem orangenen Griff und dann auch mit schwarzer Klinge, silberner Klinge oder Stonewash-Klinge. Ich werde euch das aber auch nochmal in die Videobeschreibung mit reinpacken. Out of the box kommt das Messer Wolfgangstypisch sau scharf an. Ich habe mich beim ersten Mal, wo ich das Messer ausgepackt und aus der Scheide gezogen habe, direkt sehr tief in den Finger geschnitten. Ja, ist jetzt ein paar Tage her. Hier sieht man es noch ein bisschen, ja, wenn ihr das sehen könnt. Ja, es ging schon richtig tief, hat richtig geblutet. Ich musste echt überlegen, ins Krankenhaus zu fahren und das nähen zu lassen, aber hat auch so, ist noch gut gegangen, ja, um es mal so auszudrücken. Ja, woran hat es gelegen? Ganz einfach, heutzutage leider ist es immer noch häufig so, dass die ganzen Scheiden zu 90-95% für Rechtshänder ausgelegt sind. Ich bin Linkshänder, ne? Das heißt, ich müsste das auch auf der rechten Seite tragen, wenn ich es am Gürtel trage. Ist dann für Menschen wie mich dann eher ein bisschen ungeeignet. Ich habe das Messer auch dummerweise nicht so gepackt, sondern so gepackt beim Rausziehen, war natürlich auch eigene Dummheit. Hab's rausgezogen, hab mich dann richtig deftig geschnitten. Nichtsdestotrotz ist es ein kleiner Verbesserungsvorschlag, allgemein an alle Messerhersteller, jetzt nicht nur speziell Wolfgangs, vielleicht mal drüber nachzudenken, Scheiden in Zukunft auch für Linkshänder anzubieten. Würde ich auf jeden Fall sehr begrüßen. Stück Holz, und jetzt zeige ich euch mal,
wie scharf dieses Messer ist. Ich nehme jetzt hier einfach mal eine Ecke, ja, ohne Druck, einfach nur schön geschmeidig, ja, so, und jetzt mal mit ein bisschen Power. Ihr seht, hier fliegt alles durch die Gegend, es ist sau, sau scharf, das kann ich euch garantieren. Kurzes Fazit zu dem Messer, ist auf jeden Fall sau scharf. Sieht gut aus, ne? Und ist relativ günstig, muss man sagen. Ja, also mir gefällt es. Mal schauen, ob ich diesen Reiß- und Brechhaken vielleicht mal irgendwann im Bushcraft-Bereich nutzen werde. Ja, ob sich da mal irgendwann eine Gelegenheit ergibt. Ich bin ja kein Jäger, ne? Und an alle Jäger da draußen, schlag zu. Das macht auf jeden Fall nichts verkehrt. Und nicht vergessen, allgemein gilt, wenn ihr was bei Wolfgangs kauft, nutzt meinen Rabattcode und nutzt immer den Affiliate-Link, den ich in jedem meiner Videos in die Videobeschreibung gepackt habe. Ja, Freunde, das war's dann auch für heute. Ja, ihr kennt das Spielchen, jetzt kommen noch ein paar Nahaufnahmen. Ich verabschiede mich schon mal an dieser Stelle. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, ciao.